Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um die Srunight TS1. Das ist ein Survival Light, Campinglicht, Zeltbeleuchtung, wie auch immer, auf jeden Fall sehr universell einsetzbar. Ja, zugegebenermaßen sieht die Lampe etwas unorthodox aus, das gebe ich zu. 100 Lumen in der höchsten Leuchtstufe hört sich im ersten Moment auch sehr wenig an, aber wartet mal ab, was man mit dieser Lampe hier so alles anstellen kann. Ja, wenn ihr da Lust drauf habt, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's direkt weiter. Ja, an der Stelle geht erstmal ein Dankeschön an die Firma Srunight raus, die mir diese Taschenlampe für das heutige Video zur Verfügung gestellt haben. Also danke dafür. Ich habe euch ja vor einiger Zeit schon die Srunight TS2 vorgestellt. Die TS1 ist praktisch die kleine Schwester der TS2. Hier haben wir halt einen 18650er Akku mit 3400 mAh. Bei der TS2 war es ein 21700er Akku mit 5000 mAh. Die TS1 hat 100 Lumen in der höchsten Leuchtstufe. Bei der TS2 waren es, soweit ich mich erinnere, 118 Lumen in der höchsten Leuchtstufe. Ja, geliefert wird die TS1 im einfachen Pappkarton. Ich würde sagen, wir schauen uns die Lampe jetzt einfach mal gemeinsam an. Wir haben hier zum einen die Bedienungsanleitung, diesmal allerdings mit keinem deutschen Teil. Das ist jetzt, glaube ich, die erste Srunight-Taschenlampe, wo das der Fall ist. Bisher, meine ich, wäre immer ein deutscher Teil mit in der Bedienungsanleitung gewesen. Ja, ist nicht weiter schlimm, weil die Bedienung der Lampe ist wirklich richtig einfach. Wenn man sich damit mal ein paar Minuten beschäftigt hat, dann weiß man im Prinzip, wie die Lampe funktioniert. Ja, wir haben hier noch ein Multifunktionskabel. Was man damit so alles machen kann, das werde ich euch im Laufe des Videos noch genauer erklären. Dann haben wir hier einen Karabiner mit einem Magneten. Den könnt ihr hier hinten am Kunststoffgehäuse andocken. Und so könnt ihr die TS1 praktisch als Zeltbeleuchtung nutzen, einfach ans Zeltgestänge oben hängen. Und ihr habt immer ausreichend Licht in eurem Zelt zur Verfügung. Das Magnet ist auch ziemlich stark, also da bedarf es schon etwas Kraft, um das Gehäuse der Lampe vom Karabiner zu entfernen. Macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Hier hinten haben wir noch zwei Lanyard-Ösen. Seht ihr hier. Ja, kommen wir erstmal zu den Maßen der Lampe. Die Länge liegt bei 95,1 mm. Das Durchmesser am Gehäuse hat 21,8 mm und das Gesamtgewicht inklusive 18650er Akku liegt bei 71 Gramm. Ja, jetzt könnt ihr den Akku hier einfach entfernen und dann seht ihr hier diese kleine LED-Leuchteinheit. Könnt ihr jetzt auch hier abziehen, die ist mittels USB-C-Stecker praktisch hier mit dem Akku verbunden. Dieser verfügt ja auch logischerweise dann über eine USB-C-Ladebuchse. Das Ganze sieht so aus. Hier oben finde ich auch ziemlich cool, seht ihr neben dem Pluspol so einen ganz kleinen Schalter. Wenn ihr diesen für circa 3 Sekunden gedrückt haltet, mache ich jetzt mal, seht ihr jetzt hier in dem Fall 4 kleine grüne LEDs leuchten. Die zeigen euch den Ladezustand eures Akkus an. Also wenn alle 4 LEDs grün leuchten, liegt die Kapazität eures Akkus bei 100%. Sollten 3 LEDs leuchten, halt bei 75%, 2 LEDs 50%, eine grüne LED halt dann 25%. Also finde ich auch eine richtig coole Sache, muss ich sagen. Fällt mir richtig gut. Also wie gesagt, 18650er Akku mit 3400 mAh. Ich kann euch jetzt auch gerade mal zeigen, was man mit dem Universal-Ladekabel so alles machen kann. Zum einen haben wir hier vorne halt einen USB-C-Stecker. Dann haben wir hier noch einen Lightning-Stecker, also für Apple-Geräte.
um euer iPhone aufzuladen. Und dann haben wir hier noch einen Micro-USB-Stecker. Auf der anderen Seite USB-A. Und das Coole hier dran ist jetzt, ihr seht es schon hier, den Stecker kann man auseinanderziehen. Nochmal ein USB-C-Stecker. Und wenn ihr diesen jetzt einfach hier reinsteckt, jetzt habe ich hier noch ein anderes Smartphone, ebenfalls mit USB-C-Ladebuchse. Dann könnt ihr zum Beispiel jetzt euer Handy hier mitladen. Also ihr seht es, wird geladen. Also ihr könnt die TS1 praktisch auch als Powerbank nutzen. Finde ich richtig cool, das Ganze. Ja, und so könnt ihr das halt mit allen anderen Geräten auch machen. Entschuldigung, sei es euer Tablet aufzuladen oder euer iPhone, wie auch immer, andere Taschenlampen unterwegs laden, etc. pp. Ja, so sieht das Ganze aus. Finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ja, ihr könnt den Akku natürlich auch dann via USB-C Ladekabel aufladen. Das machen wir jetzt mal, zeige ich euch auch mal. Dann leuchten halt hier die grünen LEDs in dem Fall auf, so lange bis der Akku voll aufgeladen ist. So, dann bauen wir die Lampe mal wieder zusammen. Einfach die LED-Einheit hier oben einführen und dann ins Gehäuse stecken. Hier hinten ist auch ein Magnet verbaut. Das heißt, seht ihr das? Der Akku wird praktisch angezogen und da brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass man diesen hier irgendwie verlieren könnte. Ja, um die Lampe einzuschalten, müsst ihr einfach den Seitenschalter einmal drücken. Die Lampe startet immer in der niedrigsten Leuchtstufe. Machen wir hier das große Licht aus, dann seht ihr es besser. In dem Fall jetzt 4 Lumen für angegebene 120 Stunden. Ja, um dann in die zweite Leuchtstufe zu kommen, müsst ihr den Schalter drücken und gedrückt halten. In dem Fall jetzt Medium mit 35 Lumen für angegebene 20 Stunden. Dann haben wir noch den High-Modus. Wieder drücken und gedrückt halten. 100 Lumen für angegebene 8 Stunden. Das Ganze sieht jetzt so aus. Dann haben wir noch den SOS-Modus. Doppelklick. Mit 55 Lumen für angegebene 12 Stunden. Den kommt ihr auch, glaube ich, wenn die Lampe ausgeschaltet ist und ihr klickt zweimal, seid ihr sofort im SOS-Modus. Was mir nicht so gut gefällt ist, das habe ich ja bei der TS2 auch schon bemängelt, dass man die Lampe nicht sperren kann. Also ein Lockout gibt es hier nicht. Das finde ich wirklich sehr, sehr unglücklich gelöst, muss ich sagen. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass man, wenn man den Schalter viermal schnell klickt, dass die Lampe dann gesperrt ist. Weil je nachdem, wie ihr die TS1 transportiert, im Rucksack, wie auch immer, kann es natürlich immer mal sein, man betätigt den Seitenschalter hier leicht und schon ist die Lampe eingeschaltet. Das finde ich wirklich unglücklich gelöst. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich habe es ja bei der TS2 auch schon bemängelt. Aber ansonsten ist die Lampe wirklich sehr universell einsetzbar. Ich finde das System an sich wirklich sehr, sehr gut. Allerdings, dass die Lampe kein Lockout hat, naja, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Preislich liegt man aktuell bei Amazon bei 24,99 Euro für die TS1. Kann man meiner Meinung nach dafür bezahlen. Probiert's mal aus. Wer Interesse an der Lampe hat, dem verlinke ich das mal hier in der Videobeschreibung. Der kann natürlich gerne mal nachschauen. Ich finde die Lampe ansonsten wirklich cool. Ich werde euch gleich noch ein paar Aufnahmen bei mir im Heizungskeller zeigen und anschließend noch mal ein paar Außenaufnahmen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich die Lampe mal innen an der Motorhaube von meinem PKW befestige. Und dann wollen wir mal gucken, ob die
Leuchtstufen ausreichen, um im Dunkeln zum Beispiel den Ölstand zu kontrollieren oder das Scheibenwischwascher aufzufüllen, wie auch immer. Ja, ich würde sagen, das soll es mit den technischen Daten auch schon gewesen sein. Ich zeige euch jetzt, wie gesagt, ein paar Praxisaufnahmen und wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß dabei. Weiter geht's mit den Praxisaufnahmen der Srunight TS1 Notfall- oder Campingleuchte. Ich bin gerade im niedrigsten Leuchtmodi, 4 Lumen. Und ihr seht, dass man damit im dunklen Heizungskeller auch schon so einiges mit anfangen kann. Ich gehe jetzt gleich mal vor die Kamera. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen gut verstehen. Ich arbeite heute noch mal mit einem Mikro. Also wie gesagt, 4 Lumen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Dann gehen wir mal in die zweite Leuchtstufe. 35 Lumen. Medium. Das sieht doch richtig gut aus. Oh. Ja, dann haben wir noch den High-Modus. 100 Lumen. Und hiermit kann man auf jeden Fall im Heizungskeller oder wie auch immer bei Stromausfall seine Arbeit verrichten. Jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, mittels dem starken Magneten hier im Kunststoffgehäuse die Lampe halt irgendwo dran zu befestigen. Sieht dann so aus. Dann haben wir noch den SOS-Modus mit 55 Lumen. High-Modus 100 Lumen. Also ich finde, das kann sich doch sehen lassen. Gut, ich denke, das soll es mit den Aufnahmen hier im Heizungskeller auch schon gewesen sein. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Außenaufnahmen, und zwar habe ich mir überlegt, die Lampe mal innen an meiner Motorhaube vom Auto zu befestigen, einfach mal um zu schauen, ob man ausreichend Licht zur Verfügung hat, um im Dunkeln zum Beispiel den Ölstand zu kontrollieren, Kühlflüssigkeit aufzufüllen und so weiter. Gut, ich würde sagen, bis gleich. So, ich stehe jetzt ein paar Meter vor meinem PKW. Ich habe die Motorhaube schon geöffnet und die TS1 mal innen via Magnet am Kunststoffgehäuse an der Motorhaube befestigt. Bin jetzt in der niedrigsten Leuchtstufe, in dem Fall der Moonlight-Modus mit 4 Lumen. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Also ihr seht, ihr könnt mit den 4 Lumen eigentlich schon alles erkennen, was sich hier im Motorraum so abspielt. Also Ölstand checken ist hier im 4-Lumen-Modi überhaupt kein Problem. Das gefällt mir schon mal richtig, richtig gut, das Ganze. So, jetzt werden wir mal gucken. Ich schalte jetzt mal die nächst höhere Leuchtstufe. Das sind jetzt 35 Lumen. Mal selbst durch die Kamera gucken. Boah, ist natürlich deutlich heller. Wesentlich heller sogar. Schaut euch das mal an hier. Also ihr seht, die TS1 ist wirklich universell einsetzbar. Man kann mit der Lampe schon so einiges anstellen. Das ist schon wirklich cool. So, ich gehe jetzt mal in den High-Modus. Lumen. Das Ganze ist richtig, richtig hell. Schaut euch das mal an. Fast überbelichtet hier.
Das kann sich doch sehen lassen, oder was meint ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, welche Meinung ihr über die Srunight TS1 habt. Also mir gefällt die Lampe richtig gut. Einwandfrei. Gut, ich denke, das soll es auch schon mit den Praxisaufnahmen gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert doch meinen Kanal, unterstützt mich etwas. Bei mir geht es ja überwiegend um LED-Hochleistungstaschenlampen, aber auch um Messervorstellungen. Wer daran Interesse hat, kann sich bei mir auf dem Kanal auch gerne mal umschauen. Falls ihr Fragen habt oder mal einen Kommentar da lassen möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Mit mir kann man in der Regel über alles reden. Bin für alles offen. Gut, ich denke, das soll es für heute gewesen sein. Macht's gut. Ciao, ciao.